Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei CubeCon LP. Und wie ihr seht, ist es nicht ein Minecraft-Video, sondern ein Real-Life-Video. Denn ich habe mir einfach mal gedacht, ich zeige euch mal so meinen Schreibtisch und meine Hardware etc. etc. Und ich würde sagen, wir fangen hier an mal mit dem Wichtigsten, dem PC. Ich habe ihn mal aufgeschraubt. Denn normal sieht das Ganze hier so aus, aber durch diese Glasscheibe hat das zu arg gespiegelt. Deswegen habe ich ihn mal aufgeschraubt und wundert euch nicht. Ich bin kein Mensch der Ordnung, so wie jeder andere Junge, wahrscheinlich. Und ich nehme das Ganze nicht mit einem Videocamcorder auf, oder wie man das immer nennen mag, sondern mit meinem Handy, meinem S3. Also die Qualität ist nicht die beste. Wir schauen ja einfach mal rein, die einzelnen Bestandteile, die zeige ich euch gleich anhand der Verpackungen. Wir haben hier also ein Gehäuse von Sharkoon, die genaue Bezeichnung findet ihr in der Beschreibung. Deswegen sind hier auch die ganzen Lifter schon... Die waren schon dran. Wir haben hier dann noch zwei Lüfter, wobei ich nur einen hab laufen, wegen Netzteil und so. Und dann haben wir ja schon unser Netzteil. Ich habe ein MSI Mainboard. Ihr seht, könnt ihr mal alles sehen. Bin ich sehr zufrieden eigentlich mit, ja, doch, kann man so sagen. Und dann gehen wir mal hoch und kommen zur Grafikkarte. Ja, die Grafikkarte ist schon etwas älter. Es ist eine Nvidia GTX 560, aber man kommt damit echt noch gut aus. Ja, dann haben wir hier meinen Prozessor, das wahrscheinlich teuerste Teil, oder das teuerste Teil hier. Und mein PC, wir haben hier einen i7 260K, 3,4 GHz. Das Ganze steht auch, ich kann es hier gerade mal zeigen. Hier nochmal auf der Verpackung. Ja. Und hier mein Netzteil noch, ein Cooler Master 550 Watt Brause, das schon langsam, glaube ich, jetzt dann an die Grenzen kommt, aber es hält noch und ja, solange der PC noch läuft, wird das nicht ausgetauscht. Zusätzlich habe ich noch einen Arbeitsspeicher von 8 GB von Kingston. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter, denn ich habe ja noch mehr. Schuppdiwuppdiwupp. So, hier sieht mein Schreibtisch, ich kann ja mal ganz kurz... Wupp, so sieht das Ganze aus. Wupp. Ihr sollt ja auch nicht zu viel sehen, denn ich habe, wie gesagt, nicht aufgeräumt. Hier seht ihr gerade noch die Uhrzeit, das ist ein bisschen fail. Aber naja, ich habe hier noch so ein Dingens. So ein Controller halt, für FIFA mir extra zugelegt. Das ist ein Speedlinked Wireless Pro Controller. Die Verpackung muss ich gerade schauen. Die Verpackung habe ich jetzt hinter mir. Ich kann sie mal ganz kurz holen. Achtung, wackel. Wackel. Ich lege sie gerade mal auf den PC. Und ihr seht jetzt auch mein Spiegelbild gerade schön in der Verpackung. So sieht das Ganze aus. Ja, das wird daher. Ich habe zwar eine Xbox, aber ich wollte das irgendwie halt sofort haben. Und dann habe ich halt das gekauft und konnte nicht warten auf so ein Adaptergerät von Xbox. Und deswegen ist es jetzt halt hier so ein extra Controller geworden. Bin aber eigentlich recht zufrieden mit. Dann haben wir hier meine Kopfhörer, die ich hier am PC anhab. Das sind Sennheiser PX90. So seht ihr sie auch in scharf. Meine Tastatur, und da werden jetzt sehr viele lachen, die ist noch von meinem Anfangs-PC 2006, wo ich damals meinen ersten PC gekauft habe. Ich habe es irgendwie nie eingesehen, jetzt irgendwie eine neue Tastatur zu kaufen. Die sieht so aus. Also wie gesagt, die ist schon seit 2006 im Amt, kann man fast sagen. Dann gehen wir hier rum. Maus. Einfache USB-Maus tut ihren Zweck voll und ganz erfüllen, kann man also nichts sagen. Und ihr merkt gerade auch, ich werde brutal laut. Das liegt einfach daran, dass ich gerade mega nah am Mikrofon bin. Und dann gehen wir hier zurück, ihr seht ja auch schon das Mikrofon. T-Bone SC440 USB Popschutz. Ich habe das Ganze hier im Podcast-Bündel gekauft, also ganz cool. Bin ich auch sehr zufrieden mit. Und dann haben wir noch meinen Monitor. Ihr seht noch links, ich habe das nie weggemacht. Das Ganze ist von Philips und auch sehr cool. Ja, der Desktop, der braucht euch gerade nicht interessieren, weil es geht hier eher um die Hardware. Rechte Hand habe ich dann noch meinen eigenen Fernseher, mein ganzer Stolz, oder war zumindest ja mein ganzer Stolz. Und oben dran seht ihr auch noch die Kinect von der Xbox. Also ich habe auch eine Xbox. Ihr seht hier unten auch noch einen Controller. Das Ganze ist zwar kein Markenfernseher, oder was heißt Marken, also vom Telefunken jetzt nicht irgendwie ein Smart TV oder so, aber den habe ich mir von meinem Konfirmationsgeld gekauft und das war so die erste große Anschaffung, deswegen
Ja, und auch hier seht ihr mich gerade wieder im Spiegelbild. Und das war's eigentlich grob schon vom Schreibtisch. Ihr seht ihn nochmal hier sehr unaufgeräumt. Da habt ihr noch meine Webcam, also so ein Werbegeschenk damals noch, also nichts Tolles. Und dann haben wir hier noch meinen Ausblick und ihr seht da vielleicht ganz hinten. Ich kann ja mal, wenn das jetzt funktioniert, ein bisschen reinzoomen. Oh, stelle sich noch scharf, stelle sich noch scharf. Er stellt sich noch scharf, perfekt. Da hinten haben wir eine Bundesstraße, das ist eigentlich ein ganz cooler Ausblick. Denn da bekommt man eigentlich so mit, wenn was abgeht. Und da seht ihr auch noch so ein bisschen meine Stadt. Auch ein ganz cooler Blick, so eigentlich, ja. Nennt sie auch Bergstadt, deswegen, weil die hier so am Berg ist. Und mehr will ich euch eigentlich gar nicht zeigen. Und ich wackel hier gerade übelst, trotz Bildstabilisator. Und deswegen würde ich sagen, zack. Dann war's das eigentlich auch schon, wenn das Video dann auch mal stoppt. So, perfekt. Und jetzt seht ihr gerade kein Video mehr und ich hoffe, die Soundqualität war nicht zu schlimm und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich freuen oder ich fände es cool oder ich fände es eine coole Idee, wenn ihr auch mal nur ein Foto oder so von eurem Schreibtisch, von eurem PC, wie ihr auch immer machen würdet und mir dann irgendwie zukommen lassen würdet, entweder durch meine Facebook-Page, da eine Nachricht sendet oder sonst halt irgendwie. Dann könnt ihr mal so ein Video machen von den Bildschreibtischen halt meiner Community, wenn man schon von Community sprechen kann, bei knapp 90 Abonnenten. Aber das finde ich auf jeden Fall eine coole Idee. Und ansonsten hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen. Und dann bleibt mir noch zu sagen, genießt das Wochenende. Auch wenn das Wetter nicht so gut ist. Gehabt euch wohl, macht keinen Scheiß. Ciao.